Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und heute bei mir zu Gast ist David Otto, der Inhaber und Futtermittelexperte der Firma Nutramare GmbH, die sich darauf spezialisiert hat, hochwertige Koi-Futter herzustellen. Und in diesem Video heute geht es mal um die drei essentiellen Bestandteile vom Koi-Futter, das heißt ums Eiweiß, ums Fett und um die Kohlenhydrate. Und um den Gesamtenergiegehalt und die Bedeutung dieser vier Begriffe für das Thema Koi-Futter. Und damit möchte ich auch gleich das Wort übergeben an den Herrn Otto. Hallo. Herr Otto, was ist denn jetzt welcher, also Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, welcher Baustein macht beim Fisch was oder hat welche Bedeutung? Im Endeffekt das Essentielle sind die Proteine oder Eiweiße. Die sind nämlich fürs Wachstum und jeder möchte gut wachsenden Fischer und im Endeffekt, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, es geht darum, dass die Fische halt wachsen. Ja. Keiner möchte auf Dauer so einen kleinen Koi haben, außer jetzt im Aquarium vielleicht, aber das ist ja nicht der Hauptanwendungszweck, einen Koi im Aquarium zu halten. Ja. Ist das richtig, wenn man sagt, dass im Grunde das zugeführte Protein die Bausteine sind, die der Fisch halt braucht, um das in Körperprotein und damit in Wachstum umzusetzen? Ja, genau. Und im Endeffekt ist das so, der Koi ist darauf angewiesen, dass ihm die richtigen Bestandteile zugeführt werden, um selbst zu wachsen. Und da ist es dann auch so, dass umso ähnlicher die Proteine, die ihm zugeführt werden, umso besser verdaulich sind die. Was heißt jetzt, umso ähnlicher sie seinen eigenen Proteinen? Genau. Also das heißt, deswegen füttern wir unsere Fische mit Fischmehl, weil das Proteinspektrum oder wie man sagt? Protein, also das Aminosäurenprofil. Das sind die kleinen Bestandteile des Proteins, sind die Aminosäuren. Und da ist es so, dass jede einzelne Aminosäure im Endeffekt dem Profil des Karpfens oder den Koi entsprechen muss. Und ja, da gibt es auch die sogenannten essentiellen Aminosäuren, die hinzugefügt werden müssen, weil der Koi die nicht selber produzieren kann. So wie bei uns Menschen. Genau. Und da gibt es verschiedene Protein- oder Eiweißquellen, die in unterschiedlichen Höhen enthalten. Kleine Zwischenfrage, weil ich habe immer früher gedacht, bevor ich mich jetzt näher mit dem Thema befasst habe, dass eigentlich Naturnahrung das beste Futter für den Koi ist. Aber normalerweise sind Koi ja keine Fische, die Fische fressen, sondern die fressen ja Würmer, Muscheln und so ein Zeug und vielleicht Insektenlarven. Das heißt aber, unterm Strich ist das gar nicht die optimale Nahrung, sondern wie gesagt, Fisch wäre die optimale Nahrung für den Karpfen. Es gibt auch viele größere Karpfen, die räuberisch Jungbrut auffressen. Es gibt so gut wie keine Karpfenartige, die nicht an Jungfisch rangehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Oder an Laich. Die fressen. Ja, Laich, das kann ich selber bestätigen. Also genau. Wenn meine ableichen, dann drehen die sich rum und dann geben die Gas. Und dann hat man eine Riesensauerei im Wasser. Genau. Weil da gibt es nichts Besseres, als das besteht halt aus den eigenen Proteinen vom Karpfen. Und dementsprechend leicht ist es halt in eigene Körpersubstanz umzubauen. Und deswegen ist ja auch beim Fischfutter nach wie vor Fischmehl die hochwertigste Komponente, die man einbauen kann. Da gibt es natürlich auch verschiedene Fischmehlqualitäten, aber nach wie vor hat man mit einem hohen Fischmehlanteil eine optimale Proteinversorgung. Ich sehe jetzt gerade schon einige meiner Zuschauer oder unserer Zuschauer aufschreien, dass eben ja die Verwendung von Fischmehl problematisch ist, weil es eben immer die Rede ist von den überfischten Meeren. Denen sei hier schon mal gesagt, also die Firma Nutramare nimmt nur Fischmehl aus nachhaltig befischten Gewässern, die auch kontrolliert werden, sodass wir hier sicherstellen, dass das wirklich ein nachhaltiges Fischmehl ist. Und ich möchte einfach nur mal ein Beispiel aus dem Autobereich zitieren. Wer von uns kauft sich denn einen Ferrari und fährt den mit dem billigsten Sprit? Dann kaufe ich auch Super Plus, damit das Auto die optimale Leistung hat. Insofern kann man natürlich immer so eine Nachhaltigkeitsdiskussion führen. Aber auf der anderen Seite, wenn das dazu führen würde, dass ich einen Fisch halte, den ich dann mit einem Futter füttere, was nicht optimal für ihn ist, das ist auch nicht nachhaltig. Mal ganz davon ab, dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, über die hohen Energiekosten, die unsere Koi-Teiche haben. Das ist dann auch nicht nachhaltig. Also wenn man auf der Ebene anfängt zu diskutieren, glaube ich, dann wird es sofort
so unsinnig, weil dann ist das ganze Koi-Hobby im Grunde nicht nachhaltig. Und wir haben Lebewesen, wir halten Lebewesen, haben für die eine Verantwortung. Und es kann nicht sein, dass ich auf der einen Seite schon den Unsinn begehe, die Tiere zu halten mit all den, wie gesagt, Energiekosten und sie dann mit einem schlechten Futter füttere, weil ich mein ökologisches Gewissen beruhigen will. Also das passt dann auch meiner Meinung nach nicht zusammen, aber das jetzt nur als kurzen Einwand zum Thema Eiweißquellen, weil ich weiß, diese Diskussionen, die werden geführt und da muss man dann einfach wirklich auch sauber diskutieren. Und aus meiner Erfahrung im Werk kann ich auch sagen, es steht und fällt die Performance eines Futters mit den Fischmehlanteilen. Eigentlich ist meine Hauptaufgabe im Werk, Alternativen zum Fischmehl in Rezepturen zu finden. Also die Kombination aus alternativen Proteinquellen, um Fischmehl zu ersetzen. Aber ich kann trotzdem sagen, da muss man einen sehr großen Aufwand betreiben mit Aminosäurenoptimierung, Zusatzstoffen. Es ist ähnlich wie im Fastfood-Bereich. Das Veggie-Produkt reicht nicht an das Originalprodukt ran. Ja, ja. Das ist da sind auch alternative Proteine zum Rindfleischburger zum Beispiel. Was mir noch einfällt zum Thema Fisch und Protein. Jeder kennt bestimmt die sogenannten Fischeater in der Koi-Aufzucht. Die sind ein Vielfaches größer, sind ganz kleine Koi, die anfangen irgendwann ihre Geschwister aufzufressen. Und die sind ein Vielfaches größer als ihre Geschwister, weil sie optimal ernährt genau. werden. Mit Fisch, so, da sind wir wieder beim Thema. Ja, wie gesagt, ich will ja gar nicht großartig in diese Nachhaltigkeitsdiskussion, sondern die Firma Nutramare und auch ich, muss ich sagen, auch aus innerster Überzeugung, mich interessiert, wie sieht das optimale Koi-Futter aus, wenn es denn gibt, oder was kann ich tun, um meine Fische bestmöglich zu entwickeln, wenn ich einfach sage, ich habe mich entschieden, Koi zu halten. Wenn ich A sage, muss ich da auch B sagen. Und das ist unser Thema hier. Und ich denke, wenn es hier von der wissenschaftlichen Seite neue Erkenntnisse gibt, dass man diese Fischmehle ersetzen kann durch weniger ökologisch bedenkliche Produkte, dann wird Nutramare auch einer der Ersten sein, der das macht. Und solange das eben nicht geht, wird es weiterhin das Fischmehl im Futter geben. So, jetzt haben wir das Fischmehl, glaube ich, schon ganz gut besprochen. Ja. Gibt es da noch was Letztes zu sagen? Weil die einzelnen Fischmehle, also wir werden auch in das Thema Eiweiß nochmal ein eigenes Video zu machen. Wir wollten hier jetzt nur mal so den Umfang ein bisschen abstecken. Gibt es fürs Allgemeine noch was zu sagen, Herr Otto? Beim Allgemeinen, bezogen auf die anderen Rohstoffe, wären zum Beispiel die Kohlenhydrate oder ja, Stärkeanteil im Futter, wird meist durch irgendwelchen Getreide, Reis, Süßkartoffel dargestellt. In einem Koi-Futter dient es im Endeffekt als Kleber und ist der Hauptinhaltsstoff, der für die Extrusion notwendig ist. Also man kann sich so vorstellen wie ein Maiskorn, was im heißen Topf aufpoppt und zu Popcorn wird. So findet die Extrusion statt. Man hat ja ein heißes Rohr, da wird durch Druck ein Futterbrei durchgepresst und durch eine kleine Düse gedrückt und hinten raus expandiert. Das Futter wird haltbar, formstabil. Und da ist ein Minimalanteil an Kohlenhydrate notwendig, beziehungsweise Stärke. Deswegen findet man auch auf jeglichen extrudierten Koi-Futtern einen Getreideanteil, einen Maisanteil, einen Reisanteil, jeweils einen Anteil an einer Kohlenhydratquelle. Okay. Das heißt aber, um das jetzt nochmal ganz deutlich zu fragen, diese Quelle, also diese Kohlenhydrate haben jetzt keinen eigentlichen Wert für die Nein. Fischernährung, sondern sie dienen lediglich dem Fertigungsprozess, dass ich überhaupt ein Fischfutter, also ein industriell erzeugtes Fischfutter herstellen kann. Ja, also dem Fisch dienen sie nur als Energiequelle, als schnell verfügbare Energiequelle, aber im Endeffekt ist es ja so, im Teich an sich, wo müssen die Fische Arbeit verrichten? Ja, eigentlich gar nicht. Außer ein bisschen vielleicht gegen die Strömung. Und sie dienen als Füllstoff, weil sie sehr günstig sind. Mhm. Also man kann ungefähr vom Achtel oder vom Zehntel des Preises vom Fischmehl ausgehen. Mhm. Und Futter mit einem hohen Kohlenhydratanteil oder Stärkeanteil
rezessive Getreideanteil ist günstig in der Herstellung. Okay, das heißt, also für euch, wenn ihr ein Futtermittel seht, wo in der Deklaration ein hoher Kohlenhydrat- oder Stärkeanteil ist, dann ist Vorsicht geboten, weil das deutet darauf hin, dass der Hersteller hier gespart hat und ein billiges Futter herstellen will und eben nicht das optimale Futter für eure Fische. So, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, bleibt noch der Begriff Fettanteil und der Begriff Energie im Futter über. Vielleicht machen wir als nächstes das Fett. Fett ist im Endeffekt auch zur Energieversorgung notwendig, hat aber darüber hinaus noch mehrere andere Funktionen. Zum Beispiel für den Hormonhaushalt ist das essentiell und Fett wird langsamer abgebaut. Also man hat einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel und gerade, also man kennt es ja aus der menschlichen Ernährung, da im Fischfutter viel Fischöl eingesetzt wird, was die Menschen in Form von Lachsöltabletten selber konsumieren. Und da hat es ja sehr viele präventive Aufgaben, angefangen von Herz-Kreislauf-Verbesserung bis hin zur Senkung des Cholesterinspiegels. Und ähnlich sieht es auch beim Koi aus. Fett wird im Endeffekt dafür eingesetzt, damit man das Verhältnis aus Protein zum Gesamtenergiegehalt des Futters, das wird hier dargestellt durch das Fett, optimiert wird. Man kann sich so vorstellen, Fett hat die doppelte Energiedichte für den Karpfen wie Protein und Kohlenhydrate, ja so ungefähr. Es hat mehrere Einflüsse noch, aber so grob gesagt. Und damit kann man relativ leicht die Gesamtenergie des Futters regulieren durch den Fettanteil. Und der ist im Endeffekt dafür ausschlaggebend, ob Proteine im Futter optimal verdaut werden können. Also man muss sich so vorstellen, jedes Gramm Protein braucht eine Minimalmenge an Energie, um fürs Wachstum genutzt werden können. Ist diese nicht vorhanden, hat man zwar das Protein, aber es wird für den Energiestoffwechsel des Kois genutzt und zur Energie abgebaut. Und dadurch hat man wieder Ausscheidung in Form von Ammonium, rezessive Ammoniak. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ich also ein Futter habe, was zu wenig Fett hat, dann ein Futter habe, was aber sehr viel Eiweiß hat, dass das auch schlecht ist, als ein Futter, was ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß und Fett hat, weil eben dann das Eiweiß eben falsch verstoffwechselt, indem es für die Energie, also für die Lebenserhaltung im Grunde ja genutzt wird und nicht fürs Wachstum. Genau. Man kann auch sagen, beim hohen Proteinanteil ist dann auch die Gefahr, wenn man zu viel füttert, also der Fisch wird in seltensten Fällen verfetten. Aber dadurch, dass zu viel Stoffwechselprodukte vom Protein abgegeben werden müssen über die Kiemen, kann es zu Kiemnekrosen kommen, gerade bei hohen pH-Werten. Dann hat man diese belegten Fische, gerade im Hochsommer, wenn man wieder übertrieben wurde mit dem Füttern. Und da legen sich halt auch gerne dann Bakterien drauf. Das ist halt die Gefahr, wenn man zu viel füttert. Andererseits kann man auch beim Futter mit einem hohen Proteingehalt und einem ausgeglichenen Energiegehalt, also Fettgehalt, das ist meiner Meinung nach das Optimum. Wenn man dort mit der Futtermenge zu weit hoch geht, dann sieht man, dass der Body sich ein bisschen weiter aufbaut. Dann werden die Fische fett. Dann werden die etwas fülliger und dann kann man dagegen steuern, indem man weniger füttert. Ja. Aber man hat keine übermäßige Kiembelastung bei solchen Futtermitteln. Weil genug Fett da ist und die Energie im Wesentlichen, oder das Fett in Energiegewinnung und das Eiweiß in Wachstum. Ins Wachstum. Oder hinten raus. Ja, oder hinten raus, wenn man zu viel füttert, dann ist die Verweilzeit im Magen-Darm-Trakt zu gering und es geht halt noch Futter unverdaut raus, aber da ist halt dann derjenige selber schuld, weil er ein kleines bisschen bedacht dann futtern muss. Und jeder kennt das selber. Ein Karashi, den kann man schön mit einer Kaffeetasse füttern. Und wenn der das fünfte Mal ankommt,
da muss man auch mal an Selbstschutz dran denken. Ja. Das dritte Extrem wäre dann noch ein Futter mit einem niedrigen Proteingehalt und einem niedrigen Fettgehalt, aber einen hohen Kohlenhydratanteil. Da sieht man im Futtermittel 3% Fett, 30% Protein. Da fehlt die Energie in Form von Fett. Es fehlt Protein fürs Wachstum. Dementsprechend bleibt nur noch schnell verfügbare Energie über. Das sind dann diese kleinen, mopsigen Fische, die mit so einem Baumarktfutter, das ganz helles, gefüttert werden. Die werden dick, aber können nicht wachsen, weil das Protein fehlt. Die Bausteine fehlen. Es ist ja wie bei uns Menschen auch. Es ist, also Eiweiß ist tatsächlich ein Baustoff. Und wenn der nicht zugeführt wird, dann können auch bei uns Menschen ja keine Erneuerungsprozesse stattfinden. Deswegen ist ja auch für uns menschliche Ernährung das Eiweiß so wichtig. Und genauso ist es halt beim Koi auch. Jetzt muss ich aber noch einmal nachfragen. Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Was wäre denn jetzt Ihrer Meinung nach das optimale Fett-Eiweiß- oder Fett-Protein-Verhältnis bei einem Koi-Futter, also bei einem richtig guten Koi-Futter? Beim richtig guten Koi-Futter kommt es, also man kann nicht sagen, es gibt das perfekte Koi-Futter. Okay. Es ist immer eine Annäherung an Gesamtbedarf. Man hat junge, alte, große, kleine, im normalen Bereich. Ich rede jetzt nicht vom Expertenteilchen. Mhm. Und wenn man dort ein Futter hat mit einem mittleren Proteingehalt zwischen 38 und 42%, dann noch Fettbereich zwischen 10 und 15%, dann ist genügend Protein da, genügend Fett da. Und dann regelt man im Endeffekt über die tägliche Zufuhr. Okay, und bei der täglichen Zufuhr, ich habe es ja in anderen Videos schon mehrfach gesagt, gibt es im Grunde zwei Komponenten. Die eine Komponente ist halt die Menge, die man insgesamt füttert, und die zweite Komponente ist, und da kommt auch das Vorhergesagte wieder mit ins Spiel, dass man verteilt füttert, denn es wurde ja eben schon mal gesagt, wenn ihr zu schnell zu viel füttert, dann wird die Verweilzeit im Fischdarm kürzer. Das bedeutet, das Futter kann nicht vom Körper des Fisches aufgenommen werden und wird dann im Grunde teilweise unverdaut hinten wieder ausgeschieden. Und das belastet dann euer Portemonnaie und euer Wasser, und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, sondern es ist halt eben entscheidend, über den Tag verteilt zu füttern. Die richtige Portionsgröße, dass jeder Fisch eben seine Portion auch abbekommt. Und dann habe ich auch eine schöne gleichmäßige Wasserbelastung und dann ist das optimal. Aber vielleicht auch da nochmal die Frage an Sie. Das ist ja nun mal, diese Keuhaltung ist ja so ein bisschen eine Gratwanderung. Wir wollen alle, dass die Fische schnell wachsen. Die meisten von uns haben kleine und große Fische im Teich, wo ja der Bedarf im Grunde komplett unterschiedlich ist. Gibt es da eine Patentlösung, wie man am besten füttert, oder wie viel man am besten füttert, dass man das hinkriegt, ohne dass eben ein Teil der Fische verfetten? Meine Patentlösung ist im Endeffekt auch ein Kompromiss, indem ich sage, man sollte nicht an das Maximum gehen, Maximum an Wachstum von kleinen Koi, sondern sich lieber im unteren Bereich der täglichen Futtermenge halten. Dann wachsen zwar die Koi, vielleicht die Kleinen minimal weniger, haben aber eine höhere Futterausverwertung und die wachsen gesünder. Auf der anderen Seite würde man jetzt zum Beispiel von 2% des Körpergewichts ausgehen, oder manche füttern auch 3%, um ihre Tose groß zu bekommen. Und man hat noch alte Koi im Teich, ja, die kriegen viel zu viel ab. Und die stehen ja als erstes oben. Ja, wobei, die Beobachtung kann ich gar nicht so ganz teilen. Also ich habe ja auch die Situation, große und kleine im Teich. Und die Großen sind auch da, aber ich habe immer so den Eindruck, die Kleinen sind dann doch ein bisschen agiler. Oder vielleicht will ich mir das auch nur einreden, dass ich viel futtern darf. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das ist wirklich dieses Riesenproblem. Und vielleicht noch eine Frage in dem Bereich. Dieses von einigen Koi-Händlern propagierte tolle Wachstum von bestimmten Varietäten und dieses, ja, ich sage jetzt mal, Mastfüttern, dass sie halt extrem schnell wachsen. Ist schnelles Wachstum, also meiner Meinung nach ist schnelles Wachstum nicht gut für Koi. Wie sehen Sie das? Also ich sehe es so, das schnelle Wachstum muss man getrennt betrachten. Wenn man diese bestimmten Varietäten hat, die schwimmen ja nicht isoliert im Teich.
Man hat noch ganz andere Fische, die gar nicht das Potenzial haben, groß zu werden. Ein Gushiki. Stimmt, die wachsen immer beschissen. Oder ein Platimo-Ogon. Ja, ja. Die kriegen dann nachher auch die Futtermenge, kriegen viel zu viel. Oder manche fressen es auch nicht, aber wir können es nicht verwerten. Wenn man jetzt einen reinen Karashi-Teich hat, da kann man schon mehr reinfüttern. Ja, aber trotzdem. Aber das schnelle Wachstum. Weil ich weiß es jetzt nur von Hunden. Wir sind gerade dabei, uns einen Hund anzuschaffen und die Züchterin hat davor gewarnt, und es steht auch in der Literatur, dem zu viel zu füttern, weil er dann zu schnell wachsen würde und dann eben später gesundheitliche Probleme kriegen würde wegen des schnellen Wachstums. Ist das bei den Koi ähnlich? Ich sehe es getrennt. Wenn man schnelles Wachstum bei hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum abverlangt, das sehe ich als ungesund. Wenn man mal eine starke Wachstumsperiode hat, wie im Hochsommer, für ein paar Wochen, das ist völlig okay. Aber ich bin Freund von einer kalten Überwinterung, weil auch diese Abbauprozesse von Fett, dieser Rückbau von Fett, erstens der Farbqualität deutlich gut tut, dann dem Organismus zur Regeneration auch hilft. Natürlich muss man aufpassen, dass die nicht in Energiemangel mündet, aber es ist für den Hormonhaushalt und für die allgemeine Gesundheit besser, wenn die Koi dann ihre Endgröße 2 Jahre oder ein Jahr später erreichen. Aber man hat dann viel länger Freude an der Farbe, an einer guten Körperform und an der Gesundheit. Natürlich, ich spreche jetzt immer von einer kontrollierten Überwinterung. Ja, also das ist auch meine Erfahrung mittlerweile, dass man tatsächlich sagen muss, man muss eben, erstmal muss man schauen, was hat man für Fische im Teich, weil wenn ich kleine drin habe, macht es Sinn, die Temperatur nicht so weit absinken zu lassen, sondern so weit nur runter zu gehen, dass die Fische noch fressen können, um eben Energie aufzunehmen, weil die kleinen Koi halt nicht so viel Energie gespeichert haben wie große Koi. Und dass man grundsätzlich einfach situativ entscheiden muss, hängt ja auch von der Kondition ab, sind die Fische in guter Kondition, ist es eher kein Problem, sie mal eine Zeit lang nicht zu füttern. Hängt auch von der Witterung ab, kann der Teich überhaupt richtig kalt werden? Also das spielt ja vieles eine Rolle. Insofern, ja. Also ihr seht, das Thema Fischfutter ist extrem komplex. Und umso mehr freut es mich, dass wir hier jetzt eine kompetente Informationsquelle für die Zukunft haben. Ich denke, wir haben das Thema der 3 Hauptinhaltsstoffe somit ausreichend hier behandelt. Gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen oder... auf die Einzelkomponenten wollten wir noch in separaten Videos. Genau, das denke ich auch. Das war schon mal ein ganz guter Überblick. Ja. Was vielleicht noch ergänzend wäre, aus meiner Sicht macht es, wenn man die Koi schnell groß machen möchte, maximal Sinn bei ganz jungen Koi und dann bei einem reinen Bestand. Also nur junge Koi, einer Größe ungefähr, 1 bis 2 Jahre zum Beispiel. Ja. Um die auf einer Größe zu bekommen, dass sie im Teich gut überwintern können. Das ist die einzige Sache. Aber man muss auch bedenken, wenn man die zu schnell groß macht, da geht bei sehr vielen halt auch einher mit Farbverlust. Ja. In Inhälterung ist das ein Thema, dass die Farben nicht so brillant sind. Ja, Licht auch am fehlenden Sonnenlicht. Genau. Mhm. Und an einer hohen Futtermenge. Weil die meisten denken, nur weil sie Inhälterung haben, können sie jetzt besonders viel füttern. Okay. Das ist meine Erfahrung. Okay. Ja, schön. Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Ja, auch hier möchte ich euch wieder bitten, dieses Video mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Ich habe einfach ein großes Interesse daran, dieses Wissen gerade über das Futter extrem schnell, extrem weit zu verbreiten. Denn ich komme immer wieder an Koi-Teiche, wo ich dünne und fette Koi sehe, weil eben das Thema so komplex ist. Das ist gar nicht mal, dass die Leute es nicht können, sondern es ist einfach extrem schwer, in einem gemischt besetzten Teich die Fische richtig zu füttern. Und dann ist es ja leider auch so, dass da im Internet die wildesten Sachen erzählt werden von Wachstumsraten. Und leider wird nicht immer deutlich gesagt, dass sich das auf wenige Varietäten bezieht. Und es wird leider auch nie deutlich gesagt, dass es gar nicht so sicher ist, ob das denn so gut ist, dass Fische so schnell wachsen. Und Karpfen und Koi können natürlich ja ihr Leben lang wachsen und wir haben ja auch kein Hobby, was sich auf ein Jahr beschränkt, wo wir in einem Jahr einen Fisch auf 60 cm haben müssen, sondern unser Hobby ist ja in der Regel so angelegt, dass wir über 20, 30 Jahre Freude an unseren Fischen haben wollen, und hier ist sicherlich die langsame Methode
die bessere. Mir fällt aber gerade ein, eine Sache sollten wir noch kurz beleuchten zu dem Thema, und das ist einfach, wie ermittle ich denn die optimale Futtermenge für meinen Teich? Wie kann ich denn als Laie, der jetzt kein Wissenschaftler ist, mir einen Anhaltspunkt nehmen, wie viel ich am Tag an Futter reinschmeißen soll? Es gibt zwei Varianten. Einmal über die ungefähre Fischlänge. Mhm. Da kann man ja, im Internet gibt es ja sehr viele Koi-Gewichtsrechner, wo man sich so wenigstens mal grob zweimal im Jahr die Mühe machen sollte, zu gucken, wie viel Kilo hat man ungefähr im Teich. Mhm. Und da kommt es jetzt nicht auf das Kilo genau drauf an, sondern dass man wenigstens einen Anhaltspunkt hat, wie viel brauchen die Koi, um nicht über zu versorgen und nicht unter zu versorgen. Und den Rest sieht man dann im Endeffekt nachher an der Körperform. Mhm. Wenn die dick, werden sie dünn. Wobei, wenn sie dick werden, ist meistens ja zu spät. Dann hat man so ruiniert, weil da häufig dann auch das Rückgrat genau sich durchbiegt und dann hat man leider. Aber im Endeffekt hängt es dann nachher die Futtermenge von dem Futter ab. Mhm. Hat man Futter mit einer hohen Nährstoffdichte, muss man natürlich viel, viel weniger füttern als von einem Futter, was, ich sag mal, eine geringe Nährstoffdichte hat. Ja. Da kann man das Doppelte füttern. Da kann man nichts pauschal sagen. Mhm. Was mir aber an der Stelle noch einfällt, ist der Trugschluss, dass große Koi große Pellets brauchen. Ja, da kämpfe ich auch schon mein Leben lang, hätte ich jetzt fast gesagt, mit, dass eben die unterschiedlichen angebotenen Pelletgrößen. Also wenn mich einer fragen würde, ich würde gerne ein 3 mm Pellet haben, weil ich einfach festgestellt habe, dass die das immens viele Vorteile hat. Die Fische brauchen länger, bis sie das Futter aufgenommen haben. Soweit ich das weiß, wird es auch leichter verdaut. Aber diese ganz großen Pellets machen meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Also man kann sich so vorstellen, allein schon in der Verteilung im Bestand, hat man einen 8 mm oder einen 1 cm Pellet, da holt sich der Verfressene einen viel größeren Teil der Gesamtfuttermenge ab. Also hier Chagoi, Karashi, Ochiba, die Fressmaschinen. Als wenn man 3 mm füttert, dann hat auch der scheue Sanke eine Chance das Futter zu bekommen. Ja. Meiner Meinung nach ist das erstens Unwissenheit und zweitens Bequemlichkeit. Weil beim kleinen Futter muss man sich einen Futterring bauen oder irgendeine Begrenzung, damit das Futter nicht im Skimmer sich verabschiedet. Ja, wobei, da habe ich, das kann ich an der Stelle ja auch nochmal schnell sagen, also da gibt es eine ganz einfache Lösung. Ihr müsst einfach nur unten im Skimmer einen Luftschlauch anschließen und dann einen Belüfter. Und dann immer dann, wenn ihr füttert, macht ihr diesen Belüfter an und dann sorgt das die aufsteigende Luft dafür, dass der Skimmer nicht mehr saugt. Und dann braucht ihr noch nicht mal einen Futterring, sondern dann kann sich das Futter auch im ganzen Teich verteilen. Und dann haben eben noch mehr alle Fische eine Chance, ans Futter ranzukommen. Also das mache ich seit Jahren und das läuft ganz hervorragend. Und dadurch dauert dann die Futteraufnahme auch bis zu 30 Minuten. Und wirklich jeder Koi, vom kleinsten bis zum größten, vom stürmigsten bis zum schüchternsten, hat dann eben seine entsprechende Futterration. Genau, da ist nämlich immer das Hauptproblem, dass ansonsten die zutraulichen Varietäten sich alles abholen und halt dementsprechend auch viel fressen können, weil sie das einfach schnell aufgesammelt bekommen. Mhm. Und was eben gerade schon angesprochen wurde, da macht die Pelletgröße auch noch einen zweiten Sinn. Die Koi haben zwar Schlundzähne, aber sie nutzen sie oftmals nicht. Gerade wenn es schnell gehen soll, dann sieht man ja, wie schnell einer oben lang geht und sich die runter, also die Pellets pflückt. Sozusagen ist einmal zu und alles genau ist weg. Genau, das geht gar nicht so schnell zu zerkleinern. Und dann geht es rein und gerade wenn die Varietäten dann bei jeder Fütterung, ich sag mal 3 Fütterungen pro Tag oder 5 Fütterungen pro Tag, sich dann immer einen Großteil abholen. Das geht wie eine Stopfgans hinten wieder raus. Ja, es ist halt einmal wird der Fisch fett, zum zweiten geht ein Großteil hinten wieder raus. Und der dritte Punkt ist halt, dass die andere Fische zu wenig abbekommen und aber wenn die auch alle genug abbekämen, einfach eine unnötig große Wasserbelastung entsteht. Also es macht aus vielerlei Gründen keinen Sinn. Und was ich hier für mich nochmal mitnehme, was ja auch immer schon mein Appell an euch ist, dass eben man gerade bei dem Füttern eine gewisse Sorgfalt braucht, eben wie eben gehört, zweimal im Jahr
die Fischgröße ermitteln und dann eben entsprechend das Fischgewicht, um dann eben die Prozentzahl sagen zu können oder die Gramm, die dann raus resultieren, die man füttern sollte. Und was ist Ihrer Meinung nach so eine gute Prozentzahl? Also 2%, wenn man kleine Fische hat und beim großen Fisch 0,5, ist das ein guter also Wert? 2% nur, wenn man wirklich Tose hat, die Wachstumspotenzial haben und die warm hält. Okay. Und dann natürlich auch ein halbwegs vernünftiges Futter. Bei erwachsenen Koi und einem richtig hochwertigen Futter kann man mit 0,4% auskommen und hat trotzdem noch Wachstum. Okay. Aber erschreckend wenig Futter, muss ich gerade feststellen. Ich kann dazu sagen, es macht auch ab gewissen Futtermengen keinen Sinn, noch mehr zu füttern, weil die Fische wachsen nicht mehr schneller. Mhm. Es kommt aus dem Hinten mehr raus. Ja, man muss natürlich eins dazu sagen, das war gerade nochmal ein sehr guter Hinweis, Wassertemperatur. Das ganze Thema Fütterung ist natürlich immer in Bezug auf eine Wassertemperatur zu sehen, weil eben der Fisch als polykilothermes, also wechselwarmes Tier, natürlich einen Stoffwechsel hat, der von der Wassertemperatur bestimmt wird in seiner Geschwindigkeit und das wiederum bestimmt, wie gut sein Stoffwechsel funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, was ist der optimale Punkt? Sind das 23 Grad, 25 Grad oder? Ich hätte gesagt, im Bereich zwischen 20 und 25 Grad, da fühlt sich der Koi wohl. Also, oder beziehungsweise 22 Grad, das ist auch das Optimum der Futterverwertung. Also okay. Zwischen 22 und 24 Grad. Bei 25 Grad geht es auch noch, aber da hat man nachher das Problem, dass die Farbqualität bei hohen Temperaturen leidet. Gerade die rot-weißen Fische. Ja. Und da, es wird nachher auch nicht mehr Futter verwertet, eher nachher andersrum. Ab 27 Grad muss man dann deutlich weniger schon füttern, weil der Fisch einfach gestresst ist und der Sauerstoffwert auch absinkt. Gut, man könnte jetzt mit technischem Sauerstoff arbeiten, habe ich auch schon gehört, dass Leute da mit 30 Grad und technischem Sauerstoff und allem Zip und Zap. Aber wie gesagt, sind wir Koi-Liebhaber oder was sind wir eigentlich? Da muss man halt immer wieder... Man muss das in Relation sehen. Genau, diese Fragen stellen. Und, aber ihr seht, wenn man ein gutes Futter nimmt, dann braucht man gar nicht so viel. Und ja, ich sag mal, wenn man hochwertige Koi hält, dann muss man tatsächlich eine gewisse Sorgfalt und auch einen gewissen Aufwand betreiben, um die Fische optimal zu ernähren und eben um das Potenzial auch optimal dieser Fische optimal zu entfalten. Das ist nun mal so. Und deswegen machen wir ja auch hier diese ganze Arbeit, um euch bestmöglich Infos an die Hand zu geben, damit ihr das dann nachher selber könnt und eben ein gutes Futter füttert, in der richtigen Menge füttert, dass es sowohl fürs Portemonnaie verträglich ist, aber eben auch für die Fischgesundheit. Ja, und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die meisten Koi sind überfüttert. Also es wird zu viel reingeschmissen und da ist es halt genau wichtig, dass man sich mal wenigstens so einen Hauch einer Ahnung hat, wie viel man im Koi-Teich hat und dann auch mal wirklich dass man da mal sehen kann, wie viel man füttern muss. Ja, also. Und nicht einfach nur reinschmeißt. Ja, genau. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also, ich habe selber im vorletzten Jahr auch geschafft, dass ich im Herbst einen Teil meiner Fische verhunzt habe, weil ich einfach zu viel gefüttert habe und der Stoffwechsel eben schon entsprechend runterging. Und das ist einfach kein Thema, was man als Koi-Halter in einem Tag abhandeln kann, sondern das ist eine Sache der Erfahrung, wo man sich rantasten muss, wo man einfach immer wieder schauen muss, wie entwickeln sich die Fische, wie entwickelt sich die Wasserqualität, wie entwickelt sich der Körperbau. Und wenn ich ein gutes Futter habe oder wenn ich eben feststelle, es funktioniert nicht, mache ich beim Füttern Fehler oder nehme ich grundsätzlich mal ein falsches Futter. Da sei nochmal darauf hingewiesen, dass es leider auch Futter gibt, die falsch deklariert sind. Also wenn da zum Beispiel dann draufsteht, 40% Protein und 12% Fett, und der Fisch aber grottenschlecht wächst und ihr augenscheinlich die richtige Menge füttert, oder aber er wird nur fett, dann ist zu befürchten, dass leider nicht drin ist, was draufsteht. Und das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das sind nicht wenige Futter am Markt, bei denen das der Fall ist. Deswegen dann einfach mal das Futter wechseln, ein neues Futter ausprobieren und schauen, wie es damit ist. Man könnte natürlich auch eine Futtermittelanalyse in Auftrag geben, aber da ist man, glaube ich, schneller dabei, wenn man das Futter einfach mal wechselt und dann ist das Ganze gut. Ja, das zu diesem spannenden Thema. Also umso mehr ich da einsteige, umso mehr, muss ich sagen, fasziniert mich das Thema. Wohl wissend, dass es extrem komplex und schwierig ist. Ich glaube, was ich jetzt noch aus
diesem Video mitnehmen und euch auch mitgeben möchte. Weniger ist mehr. So habe ich es zumindest verstanden, dass man seinen Fischen in jedem Fall einen Gefallen tut, wenn man statt zu viel lieber zu wenig füttert. Und das muss ich sagen, ist immer eine ganz spannende Erkenntnis, weil ich weiß, wie schwer mir das selber fällt. Aber da musst du kurz unterbrechen. weniger nur mit Futter, was aus hochwertigen Rohstoffen besteht. Ja. Und das ist das Problem für einen Laien, als auch für mich als Profi. Das sind nur Erfahrungswerte, weil anhand der Deklaration, ja, Deklarationen, die kann man so hinbauen, dass sie schön aussehen. Gut, aber ich sehe schon, wir haben schon wieder ein neues Thema für ein weiteres Video. Aber nicht mit einem schlechten Futter, weniger füttern, dann ist auch die Gefahr da. Genau, das ist halt das Problem, aber das ist halt das Problem, was wir Verbraucher haben. Was ist das gute Futter und was ist ein schlechtes? Ich kann es hier nur nochmal sagen, umso mehr freue ich mich darüber, dass ich endlich einen Futterhersteller, Entwickler gefunden habe, der uns mit uns sein Wissen teilt und der vor allen Dingen auch mir die ganze Produktion offenlegt und die Inhaltsstoffe, sodass ich mich selber davon überzeugen konnte, dass eben das Futter auch das alles drin ist, was draufsteht. Ja, vielen Dank, Herr Otto, und euch danke ich wieder mal fürs Zuschauen. Bitte, bitte dieses Video mit ganz vielen Leuten teilen und bitte, bitte, wenn ihr Fragen habt, schickt uns diese Fragen. Wir werden versuchen, sie alle in den nächsten Videos zu beantworten. Ja, die WhatsApp-Nummer ist 0160 973 73974 oder an info@coil-consult.de. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.